Peter Moser, ein gebürtiger Domertaler und liebevoll Mühlenpeter genannt, ist im Lungau und darüber hinaus kein Unbekannter. Er ist einer, der die Fähigkeit zum Handeln hat und Dinge angeht, ohne lange zu zögern. So wie die 200 Jahre alte Zenzenmühle, die er 2019 entdeckte, vor dem endgültigen Verfall rettete und in der nach 3 Jahren Arbeit nun wieder Mehl gemahlen wird. Als Nichtsahnender bin ich das angegangen, weit entfernt von Müllerei und Mühlenbau, keine Ahnung davon. Und das ist das Beste, weil dann traust du einfach, sonst traust du womöglich nicht. Und so habe ich damals begonnen, habe gleich die Unterstützung vom Land zugesagt gekriegt, Gott sei Dank, sonst hätte ich wahrscheinlich wieder das Handtuch geworfen und habe gesagt, das probiere ich. Und ich bin einfach zu Leuten gegangen, die ich gut kenne und wo ich weiß, die helfen mir. Im Zuge des Erntedankfestes am 14. Oktober in Thomatal wurde die Mühle nun feierlich eingeweiht. Neben Peter Moser selbst waren viele freiwillige Helfer am Werk, die sein Bemühen unterstützten. Na, ich glaube, das ist für alle, die das heute gesehen haben, das ist einfach so bewegend, dass da so viele Freiwillige zusammenhelfen, dass dieses Teil so dasteht, wie es jetzt dasteht und eine wunderbare Mühle ist, die auch funktioniert, wo Mehl gemalt wird. Und ich glaube einfach, dass das für uns alle sehr, sehr schön ist, dass das im Lungau wieder passiert. Mit seinem Idealismus setzt Peter Moser immer wieder Impulse, um positive Veränderungen herbeizuführen und schafft so auch Verbindungen mit Gleichgesinnten. Also ich muss wirklich sagen, ich habe das zufällig gesehen, dass da heute diese Einweihung ist von dieser Mühle und ich bin hochbegeistert und gerührt, dass ich sehe, dass es da im Domertal Idealisten gibt, die das alte Kulturgut wiederbeleben und so leben. Also da bin ich sehr begeistert. Und ich habe gesagt, 2023 wünsche ich mir, dass durch diese Mühle Mehl rieselt. Und wenn wir das erste Mal so den Probelauf gemacht haben und ich die Hand drunter gehalten habe, das war zum Reiben. Das Projekt vom Korn zum täglichen Brot soll aber auch verinnerlichen, dass Brot unser wichtigstes Lebensmittel ist und jüngeren Generationen vermitteln, wie viele Arbeitsschritte für einen Laib Brot notwendig sind. Dafür wird zur Vervollständigung der bereits fertig gebaute Brotbackofen im Frühjahr 2024 offiziell eingeweiht.